Seite 97. Die himmlische Gefährtin. Nach Ostern kam dann die Zeit der Erleichterung. Ich hatte viel weniger physische Leiden und außerdem bereitete mir Marjatschka eine freudenvolle Überraschung. Es schmerzte mich, dass ich meine jüngste Schwester verloren hatte. Da sagte mir Marjatschka eines Tages: Ich bringe dir eine Schwester, an die du dich wenden kannst, die dir in allem behilflich sein wird. Diese Schwester war die heilige Katharina von Siena, eine Schwester vom Orden der Dominikanerinnen, von der ich noch nie gehört hatte. An meinem Geburtstag kam sie das erste Mal zu mir, um mich zu begrüßen, wie sie sagte. Von dieser Zeit an sah ich sie sehr oft, und des Öfteren gab sie mir auch physische Hilfe. Häufig gab sie mir gute Ratschläge, aber ganz besonders stand sie mir während meiner Leiden bei. Kommunionempfang wieder auf außergewöhnliche Weise. Wie schon berichtet, bekam ich am Karfreitag 1933 das erste Mal die heilige Kommunion von Jesus selbst in himmlischer Begleitung überbracht. Hier erwähne ich erneut, wie mein Seelenführer mir diese heilige Hostie schilderte, nachdem er sie von meiner Zunge hob. Sie war etwas größer als die in unserer Kirche, dennoch nicht so groß wie die in der Monstranz. Sie war strahlend und weißer als die gewöhnliche Hostie und in der Mitte war eine Sonne zu sehen, darin ein Auge, aus dem kürzere und längere Strahlen ausgingen. Ein zweites Mal erhielt ich die heilige Kommunion auf ähnliche Weise am Herz-Jesu-Fest 1933. Wie immer brachte mir mein Seelenführer auch an diesem Tag die heilige Kommunion ans Krankenbett. Dieser Tag war von schweren Leiden gekennzeichnet. Die ganze Nacht verbrachte ich zu Hause. Ich hatte viel Blut verloren. Außerdem kam noch eine andere Krankheit hinzu. Darmblutung. Das war bei Tagesanbruch des Herz-Jesu-Festes und hielt auch nach der heiligen Kommunion an. Auch am Vormittag um K. 8:30 Uhr fühlte ich mich noch matt, war fast bewusstlos. Nach der heiligen Kommunion war mir wieder wohler, so dass wir mit meinem Seelenführer Notizen machen konnten. Während des Schreibens kam plötzlich Marjatschka, gleich ihrer Erscheinung am Karfreitag, und forderte mich auf. Mach dich zur heiligen Kommunion bereit. Ihre Äußerung überraschte mich, denn ich hatte ja zuvor die heilige Kommunion schon empfangen. Aber Marjatschka bekräftigte erneut, dass sie darüber Bescheid wisse und ich mich auf den Empfang Jesu vorbereiten solle. Ich teilte dies meinem Seelenführer mit, der gleich die Kerzen anzündete, für Blumenschmuck sorgte, um auf diese Weise den Empfang Jesu feierlich zu gestalten. Ich war zutiefst betroffen, als dass ich in voller Sammlung hätte beten können. Vielmehr wurde ich den Gedanken nicht los, dass ich jetzt zweimal die heilige Kommunion erhalten werde. Ich war nie gewohnt, Marjatschka zu befragen, sondern nahm alles an, wie ich's bekam. Mir genügte, dass Jesus alles weiß, aber diesmal brannte in meiner Seele die Frage: Warum? Nach kurzer Vorbereitung, ähnlich wie am Karfreitag, kam Jesus und brachte mir die heilige Hostie, aber jetzt hielt er noch einen Kelch in der Hand, in der Weise, wie Priester die heilige Kommunion austeilen. Als ich die heilige Hostie auf meiner Zunge spürte, sah ich Jesus ebenfalls gleich verschwinden, aber seine Schönheit nahm mich so in Beschlag, dass ich von meiner Umwelt nichts wahrnahm. Ich merkte auch nicht, ob mein Seelenführer die heilige Hostie von meiner Zunge nahm oder nicht. Erst später gestand er, dass er, als er die heilige Hostie auf meiner Zunge sah,
Marjatschko bat, sie möge ihm erlauben, sie zu betrachten und ihm verzeihen, wenn er gegen ihren Willen handle. Denn er betrachtete sie nicht nur, sondern brach auch ein kleines Stück ab, um zu kosten und sie zu sich zu nehmen. In diesem Jahr wurde ich zweimal unter ähnlichen, außergewöhnlichen Umständen der Heiligen Kommunion teilhaftig. Aber Marjatschko versprach mir, sie noch öfters zu empfangen zu dürfen. Ja, sie teilte mir auch mit, welche Absicht der Herr Jesus damit habe.